Ihr Derivateportal Initeo.de präsentiert Ihnen Initeo TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Initeo TV. In unserem heutigen Spezial, da dreht sich alles um die Devisenmärkte. Und auf welche Aspekte wir genau schauen, das sehen Sie jetzt. Zugewinn. Warum zeigte sich der Euro gegenüber dem Dollar zuletzt wieder stark? Fed. Wie wird die weitere Notenbankpolitik den Euro-Dollar-Kurs beeinflussen? Und südafrikanischer Rand. Warum geriet die Währung unter Abgabedruck? Ja, leider haben die Hitze und die Unwetter in den letzten Tagen unseren technischen Leitungen etwas zugesetzt, sodass wir jetzt leider nicht per Videokonferenz nach Frankfurt schalten können. Mein heutiger Gast ist mir deshalb telefonisch zugeschaltet. Ich spreche nun mit Jan-Christoph Sicking, Analyst für Devisenmärkte bei der DZ Bank. Hallo, Herr Sicking. Hallo, Herr Rohme. Ja, beginnen wir einfach mit dem Währungspaar Euro-Dollar. Der Euro konnte ja gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen Wochen wieder so deutlich zulegen, muss man sagen. Worauf führen Sie denn diese Entwicklung zurück? Also die Beobachtung ist grundsätzlich richtig. Während Euro-Dollar Mitte Mai noch bei rund 1,28 notierte, hat sich der Euro seitdem der Marke von 1,34 bis Mitte Juni angenähert. Dies entspricht in etwa dem höchsten Stand seit Mitte Februar dieses Jahres. In den vergangenen Tagen geriet der Euro allerdings wieder etwas unter Abgabedruck und notiert momentan bei rund 1,32 US-Dollar. Die Gründe für die von Ihnen angesprochenen Kursgewinne sehen wir vor allem mit der Unsicherheit über den weiteren Verlauf der US-Geldpolitik zusammenhängen. Die entscheidende Frage, die sich die Devisenmärkte derzeit stellen, ist die nach dem Wann und Wie eines Ausstiegs aus den expansiven Maßnahmen der Fed. Konkret geht es dabei um die Frage, wann die Fed denn damit beginnen wird, ihre Anleihenankäufe, die sie momentan monatlich in Höhe von rund 85 Milliarden US-Dollar tätigt, zu reduzieren. Die Märkte warten auf ein klares Signal und die damit verbundene Unsicherheit bezüglich des genauen Timings hat den US-Dollar im besagten Zeitraum belastet. Die jüngste Sitzung der Fed in dieser Woche hat mit Blick auf diese Frage leider wenig Neues zutage gebracht. Die Nennung eines konkreten Zeitpunktes für das Ende der Anleiheankäufe, konkret hat die Fed da Mitte 2014 ins Spiel gebracht, war weitgehend deckungsgleich mit den meisten Markterwartungen. Was die Fed allerdings geschafft hat damit, war, dass die teilweise vorhandene Unsicherheit, ob es tatsächlich zu einem Exit kommt, beseitigt wurde. Also Sie haben es gesagt, die Frage wann stellt sich momentan jeder. Jetzt muss ich Ihnen diese Frage auch stellen. Wann rechnen Sie denn konkret mit einem Exit und wie könnte das dann den Euro-Dollar-Kurs beeinflussen? Ja, also in diesem Jahr stehen noch vier weitere Treffen der Fed an. Wir gehen davon aus, dass diese im Herbst, genauer gesagt im September, eine schrittweise Verringerung des Ankaufvolumens ankündigen könnte. Und diese erste Reduzierung der Anleiheankäufe könnte dann möglicherweise schon im Oktober diesen Jahres beginnen. Was wir momentan auch beobachten können, ist, dass die Fed sehr intensiv darüber diskutiert, wann und wie man aus den außerordentlichen und aus den expansiven Maßnahmen aussteigen kann. Die EZB dagegen öffentlich noch Überlegungen anstellt, ob es möglicherweise zu einer Zinssenkung kommen kann. Diese unterschiedlichen geldpolitischen Stadien, in denen sich die beiden Zentralbanken befinden, sind klar zu erkennen und die dürften für Euro-Dollar auch nicht ohne Folgen bleiben. Grundsätzlich sehen wir die Ankündigung, wenn es denn zu einer solchen kommt, von Seiten der Fed bezüglich eines Ausstiegs aus den expansiven Maßnahmen als klar US-Dollar unterstützend, also Euro-Dollar negativ an. Dazu kommt, dass wir damit rechnen, dass sich die US-Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte erholen wird und dann auch deutlich stärker wächst als die Eurozone. Dies dürfte dann Euro-Dollar ebenfalls belasten. In Zahlen ausgerückt heißt das ganz konkret, dass wir auf Sicht von 3, 6 und 12 Monaten mit Notierungen im Bereich von 1,28, 1,24 und 1,21 US-Dollar rechnen. Die Prognose soll explizit kein neues Krisenszenario für die Eurozone suggerieren, sondern vielmehr ausdrücken, dass bei einem relativen Vergleich beider Währungen der US-Dollar momentan einfach die besseren Karten in der Hand hält. So viel zum Euro-Dollar. Jetzt wollen wir aber noch zu einem Exoten kommen. Einer der Währungen, die zuletzt deutlich unter Abgabedruck geriet, das war der südafrikanische Rand. Woran lag denn dies und wie beurteilen Sie denn vielleicht die weiteren Aussichten der südafrikanischen Landeswährung? Also als Grund für die Schwäche des südafrikanischen Rand sehen wir zum einen heimische, zum anderen aber auch globale Faktoren.
Während es viele Nationen und viele Wirtschaften gibt, die in Afrika momentan boomen und die ein gesundes Wachstum verzeichnen können, steht Südafrika derzeit nicht so gut da. Die Konjunktur kommt nicht so recht in Schwung. Zum Jahresauftakt wuchs Südafrika so langsam wie zuletzt seit 2009 nicht mehr. Das Verbrauchervertrauen liegt auf einem neuen Jahrestief. Die Arbeitslosenquote liegt bei 25% und der für Südafrika enorm wichtige Minensektor schwächelt auch. Was den Rand momentan allerdings am stärksten belastet, ist die Sorge vor den Folgen einer erneuten Streikwelle im Zuge der derzeit stattfindenden Lohnverhandlungen im Minensektor. Im vergangenen Jahr sorgten Streiks im Zusammenhang mit den damaligen Verhandlungen für gewaltsame Proteste, für Produktionsstopps und auch für enorme Steuerausfälle für den Staatshaushalt. Die derzeitigen und in den kommenden Wochen und Monaten noch anstehenden Lohnverhandlungen dürften auch nicht einfach werden. Das liegt zum einen daran, dass die Gewerkschaften sehr stark zerstritten sind und auch an den hohen Lohnforderungen und den Angeboten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und diese Unsicherheit und dieser Ausblick trägt einfach zur Sorge auf Investorenseite bei. Neben den gerade angesprochenen heimischen Faktoren gibt es auch globale Aspekte, die zuletzt dafür gesorgt haben, dass der südafrikanische Rand zusätzlich unter Abgabedruck geriet. Was wir eben schon besprochen haben, war, dass es momentan eine Aussicht auf einen möglichen Ausstieg der Fed aus den expansiven Maßnahmen gibt. Und dies hat unter anderem bei vielen Investoren die Angst vor einer globalen Liquiditätsverknappung geführt und diese entsprechend verstärkt, sodass viele Investoren ihre Gelder aus Südafrika abgezogen haben. Und dies hat den Rand dann nochmal verstärkt unter Abgabedruck gebracht. Wenn man sich jetzt diese Belastungsfaktoren anschaut, dann gehen wir davon aus, dass der Rand zunächst weiter unter Druck bleiben wird und erst auf Sicht von 12 Monaten sich die südafrikanische Landeswährung gegenüber dem Euro allmählich und langsam wieder erholen kann. Jan-Christoph Sicking, Analyst für die Wiesenmärkte. Dann besten Dank für die Einschätzungen. Gerne. Und zum Abschluss der Sendung folgt nun nochmal der Blick auf die Top-Themen oder anders gesagt auf die Zusammenfassung dieser Sendung. Zugewinn. Unsicherheit über den weiteren Verlauf der US-Geldpolitik ließ den Euro steigen. Fed. Ausstieg aus expansiven Maßnahmen ist klar US-Dollar unterstützend. Und südafrikanischer Rand. Konjunktursorgen, Streitwelle, Streikwelle und weitere Faktoren sorgten für Kurseinbruch. Ja, und damit sind wir nun endgültig am Ende von AnyTeo TV für heute. Das war ein Spezial zu den Devisenmärkten. Nächste Woche an dieser Stelle sehen wir uns, wenn Sie mögen, wieder. Bis dahin. Ihr Derivateportal AnyTeo.de präsentierte Ihnen AnyTeo TV.